Probieren wir das im ersten Schritt mal aus. Ziehen wir uns also einen Bruchstrich und schreiben mal in den Zähler die Abstände der Einzelwerte zum Mittelwert. Unter Berücksichtigung, ob sie sozusagen vor dem Mittelwert stehen oder hinter dem Mittelwert. Also der erste Abstand wäre bei einer Temperatur von 1 und einem Mittelwert von 10 wäre 1 minus 10. Dann auf den Bruchstrich, ne, oben drauf. 1 minus 10, dann plus 21 ist die zweite Temperatur, minus 10. Und das dritte wäre 8 minus 10. Soweit klar? So. Das Ganze dividiert durch wie viel? Durch 3, weil wir 3 Abstände haben. Also schreiben wir 3 in den Nenner. So, was kommt raus, wenn wir das ausrechnen? Bitte mal überschlagen. Was kommt da raus? Nix kommt da raus, genau. Da kommt 0 raus. Warum? Die Werte, die in die eine Richtung zum Mittelwert stehen, dieser Abstand, und dann gibt es ja noch die Mittelwerte, die in die andere Richtung stehen, gleicht sich genau aus. Sonst wäre der Mittelwert nicht der Mittelwert. Da kommt also 0 raus im Zähler und damit im Gesamtbruch auch 0. Also machen wir einen Trick. Wir machen einen Trick. Dieser Ansatz, den Mittelwert der Abstände zu berechnen, ist ja ein guter Ansatz. Aber es kommt 0 raus. Warum 0 rauskommt, haben wir gesehen. Also machen wir jetzt einen Trick und wir nehmen die quadrierten Abstände. Bitte quadrieren Sie einfach die Abstände. Schreiben Sie also 1 minus 10 in Klammern zum Quadrat, schreiben Sie 21 minus 10 in Klammern zum Quadrat und schreiben Sie 8 minus 10 in Klammern zum Quadrat. Dadurch werden die Abstände immer positiv. Sehen Sie das? Das Minus verschwindet. Das ist der Trick. Wir nehmen also den Mittelwert der quadrierten Abstände. Können Sie noch folgen? Ja. Das ist die Idee. Machen Sie das bitte nochmal für Ort B. Zunächst die Abstände in den Zähler und dann die Abstände quadrieren. Ort B. Haben wir noch einen zweiten Bruchstrich vorbereitet? Oh, sonst schreiben Sie es rechts daneben. Bruchstrich ziehen und dann kommt dahin, was steht da als erstes? 7 minus 10, 14 minus 10 in Klammern zum Quadrat, 9 minus 10 in Klammern zum Quadrat, das Ganze dividiert durch 3. Ja? Und wenn man das jetzt ausrechnet, das ist jetzt nur Taschenrechner-Tipperei, dann kommt bei Ort A raus 68,67 und bei Ort B, also bei Ort A 68,67, bei Ort B 8,67. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.